Im vorangegangenen Video haben wir uns angeschaut, was wir unter Wohlfahrt verstehen als Maßstab für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines Marktes. Und in diesem Video möchte ich jetzt zum Thema machen, wie die Wohlfahrt eben verteilt wird zwischen den Anbietern und den Nachfragern. Ja, nehmen wir an, wir haben unser Marktgleichgewicht, das haben wir mit dem variablen P-Stern, den Gleichgewichtspreis und dem der Gleichgewichtsmenge X-Stern gekennzeichnet. Und den Preis, den könnte ich ja jetzt hier so als waagerechte eintragen in meinem Diagramm mit dem Preis auf der senkrechten Achse. Ja, wenn wir jetzt wieder überlegen, dass die erste Einheit von einem Konsumenten mit einer Zahlungsbereitschaft in Höhe der Nachfragekurve in diesem Punkt eben gekennzeichnet ist, weil die Nachfrage die Kurve der Grenzzahlungsbereitschaften ist, dann würde der Konsument also eine entsprechend große Zahlungsbereitschaft haben, muss aber tatsächlich bloß den Gleichgewichtspreis P Stern bezahlen. Wir haben hier eine Differenz, die wir als Konsumentenrente bezeichnen. Den Begriff habe ich rot dort oben schon hingeschrieben. Ja, für die zweite Einheit haben wir auch noch eine positive Konsumentenrente und das würde dann immer so weitergehen, bis wir unsere Gleichgewichtsmenge haben, die dann keine Konsumentenrente mehr aufweist, weil der entsprechende Nachfrager eine Grenzzahlungsbereitschaft hat, die dem Gleichgewichtspreis entspricht. Diese Fläche zwischen der Nachfragekurve und der Preiswaagerechten könnten wir also in dieser Darstellung für so ein normales Gut als Konsumentenrente auffassen. Wie sieht es aus Sicht der Produzenten aus? Die bekommen für jede Einheit den Gleichgewichtspreis P Stern. Die erste Einheit kann aber noch zu niedrigen, sehr relativ niedrigen Kosten hergestellt werden. Und die zweite Einheit dann schon zu ein bisschen größeren Grenzkosten. Jedes Mal kann aber der Preis erlöst werden. Und so ergibt sich hier eine Produzentenrente in Fläche zwischen Angebotskurve und Preiswaagerechte. Ja, aus Sicht der Produzenten, wenn wir sagen, das sind jetzt die Grenzkosten, könnten wir diese Produzentenrente direkt so monetär verstehen, würde vielleicht auch intuitiv unserem Alltagsdenken entsprechen. Aus Sicht der Konsumenten könnte man sich das vorstellen wie so eine Art Frohlocken. Der Konsument wäre bereit, mehr zu bezahlen, weil das eben monetär sozusagen seinen Nutzenzuwachs durch die eine Einheit des Gutes darstellt, muss aber weniger bezahlen, tatsächlich weniger bezahlen. Und diese Differenz wäre dann die Konsumentenrente. Beides zusammen stellt dann wieder die Fläche zwischen der Angebots-Nachfragekurve bis zum marktgleichgewichtigen Menge dar. Und in diesem Fall wäre dann die Konsumentenrente gleich der plus der Produzentenrente gleich der Wohlfahrt. Ich kann also die Wohlfahrt in diesem ersten einfachen Modell aufteilen in Konsumentenrente und Produzentenrente.